Den hier. Boah, ja, der ist. Er ist nice. Der ist nice. Ja, den hätte ich auch gerne. Aber das. Genauso wie die hier. Die hätte ich auch so, so gerne. Die hier hätte ich auch alle richtig, richtig gerne. Kriege ich aber auch nicht. Das hätte ich auch gern. Mit dem Bär nicht unbedingt, aber den Sönche. Und den hier hätte ich auch unglaublich gerne. Das sind alles so Sachen. Ja. Bei Bestrebungen. Ja, 8000. Sind das eigentlich Tiere, die nur einmalig wiederkommen oder die irgendwann nochmal wiederkommen können? Hast mir was geschickt? Was hast du mir ge Daki. Danke schön. Oh. Danke schön. Das wäre doch nicht nötig. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Oh Gott, ich höre gleich. Oh. Danke. Kleiner Spatz. Hallo. Ja, Feini. Ich drehe gerade komplett ab. Was hat der Bekloppte wieder gemacht? Ja, das frage ich mich auch. Dann muss der auch Darkie heißen. Wenn Darkie das will. Wenn Darkie als Pet verewigt werden will, gerne. Darkie hat die Möglichkeit, sich zu wehren. Zack, hat sie wieder nicht einen Schuss, aber wirklich. Weißt du, Menschenbabys interessieren mich einen Scheiß. Katzen, Luchse, Wölfe. Da gehe ich ab wie sonst was. No, ist das süß. Oh Gott, ja, Entschuldigung. Da hat der Geil mit Sprachrecht. Ah. Huch. Komm. Das war gut, das war richtig. Das war einmal die Taste. Zottel! Okay, Zottel ist echt ein scheiß Name. So süß. So cute. Okay. Ah, so, wir haben uns jetzt alle wieder beruhigt. Ich weiß gar nicht, was hier so, welche so abgeht. Aber vielen, 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 vielen lieben Dank. Das, ja, dafür zottelt. Es nicht zu leben. Jetzt. Los, ihr süß. Ihr Feini, ihr Feini, ihr Feini. Okay. Es könnte sein, dass ich gleich aus der Ehe so rausfliege. Ich spinne hier schon wieder.
komm. Ah, jetzt darf ich rein. So, das hat sie jetzt davon. Der ist auf PC. Juhu! Ja, ich danke. Vielen lieben Dank. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich das wieder gut machen soll. Öfter ESO spielen. Bin ich vor knapp 10 Minuten schon. Oh, ja. Ich, wie gesagt, ich warte nur darauf, dass ich rausfliege. So. Huch. Ich hab. Oh, okay. Das ist noch nicht mal ein cooler Spiegel. Aber du siehst halt einfach nichts drin. Wenn ich. Oh, ich fasse die Tiefen des Spiegels. Okay. Interessant. Der hat aber keinen Effekt. Komischer Spiegel. Schön war er trotzdem. Oh. Wie lange das Spiel schon rumliegt, aber beim Rauskommen schon gespielt. Oder wieder Zeit. Und vielleicht mit euch zusammen macht das auch wieder mehr Spaß. Ah, bestimmt. Bestimmt. Wenn man zu mehreren spielt, macht es sowieso immer Spaß. Ich habe ja mit Kitty auch schon die ein oder anderen Abenteuer erlebt. Die spinnenartige Schrift auf der Tafel scheint zu flimmern, wenn ihr sie nicht direkt anschaut. Ich glaube, ihr solltet wohl Irai sagen. Okay. Schon wieder hier. Ich meine, ja, Sterbliche. Der ist seit 2014. Kein Michael Schuss, wie der Katze spielen wird. No. Ich werde mir irgendwann auch nochmal eine Katze erstellen. Aber erstmal spiele ich den hier. Hier mache ich nicht so viel Schaß wie bei FF. Hier spiel ich erstmal ein. Wenn ich dann irgendwann Bock auf Katze habe, spiele ich irgendwann mal eine Katze. Aber privat kann ich auch noch eine Katze spielen. Seid gegrüßt, Außenseiterin. Hallo. Da der Wille meiner Fürstin ewig ist, folge ich eurem Ruf. Wer ist eure Fürstin? Azura. Ihr kennt Azura, oder? Sie nannte mich Irai, die Flinke. Aber das ist lange her. Dieses verschrumpelte Gefäß ist nur ein Schatten meiner früheren Pracht. Meine Flügel verzieren sich danach, wieder über die Himmel im Reich des Vergessens zu gleiten. Vampir würde ich auch gerne werden wollen. Kitty ist übrigens online. Das sagst du mir nicht! Ich weiß, das erscheint sonst auch im Chat, aber das sagst du mir nicht! Ich achte mich heute irgendwie gar nicht auf das Ding hinter der Cam. So opfer ich das später. Aber leider war es halt nicht so lustig. Meine Gruppe damals hat sich ja leider zerschossen. Oh. Aber kenne ich. Ich habe ja damals auch eh so mit einer anderen Person noch gespielt. Mit einem damaligen Schulkameraden. Und er. Dann habe ich es alleine irgendwann weitergespielt. Dann hatte ich damals versucht, Kaya zu überreden. Kaya wollte nicht. Dann habe ich angefangen zu streamen. Und dann habe ich euch kennengelernt. Und jetzt spiele ich wieder ESO. Ich hatte mir damals geholt. Ich glaube auch kurz nach Release. Zum Morrowind habe ich gespielt. Da habe ich dann erst angefangen zu spielen. Summerson nur kurz. Elsewhere hatte ich tatsächlich durchgespielt. Habe ich, glaube ich, jedes Addon gespielt gehabt, außer die letzten zwei. Die habe ich dann nicht mehr. Die habe ich mir zwar gekauft, aber nicht gespielt. Auch sehr schlau. Sehr intelligent von mir. Gut, und die ganzen kleinen 14 DLCs, die habe ich auch nicht. Weil ich damals ja Plus hatte. Also, ne? Deswegen brauchte ich das nicht.
Ich will nur sagen, wo ihr dann spielt. Ich glaube, es gibt halt nur die einen europäischen Server. Meine ich. Es ist nicht wie in FF mit der. Ne? Oder meinst du mit den Allianzen? Ich kann überall spielen. Bin auch überhaupt nicht süchtig. Ich suche nach einem Weg nach Leloria. Vastari hat das Siegel mit einem Relikt durchdrungen, das das dämmernde Herz genannt wird. Es steht noch vor den Toren von Leloria, doch es ist all seiner magischen Energien beraubt. Ihr werdet ihm Seelen füttern müssen. Und mit all diesen Daedra in der Nähe habt ihr die freie Auswahl. Wie soll ich das anstellen? Die Zaubermeisterin Vastari hatte immer einen reichlichen Vorrat an Siegelgeoden. Die sollten wohl genügen. Es sind noch welche da. Ich kann sie von hier aus riechen. Erinnert ihr euch an Vastari? Natürlich. Sie war es, die mich zuletzt rief. Gemeinsam haben wir die Ruinen von Leloria betreten. Sie ging mit ihren edlen Gefährten hinein. Ich habe sie in einer wahren Flut von Daedra sterben sehen. Ich konnte nur noch fliehen und die Ruine versiegeln. So lautete der letzte Befehl von Vastari. Warum helft ihr mir? Lassen wir die Tatsache außen vor, dass der unerschütterliche Wille meiner Fürstin mich dazu zwingt, den Weg nach Leloria zu öffnen, obwohl unaussprechliches Grauen euch auf der anderen Seite erwartet? Ja. Soweit ich weiß, könntet ihr Molagbal selbst sein. Herr der Gewalt oder nicht, ich würde euch dennoch helfen, die Tür zu öffnen. Ihr seid es aber nicht, oder? Natürlich nicht. Gut, gut. Ich hatte mir den Ernter der Seelen eigentlich immer etwas größer vorgestellt. Ey, komm, so klein bin ich jetzt auch nicht. Warum würdet ihr Molagbal helfen? Versucht doch mal in einem Fels darauf zu warten, dass jemand euren Namen ruft. Und danach seht ihr zu, wie dieser jemand zu einem Schmierfleck aus Eingeweiden verarbeitet wird, sobald ihr getan habt, worum er euch gebeten hat. Man sollte in allem Freude finden, wo man nur kann. Die Freude, einander zu helfen, meine ich natürlich. Ich finde das Spiel damals nicht so toll. Hab's dann bis letztes Jahr nicht mehr gespielt und nun regelmäßig. Also bei mir war es immer so, ich kam mit dem Kampfsystem irgendwie nicht klar, also mit dem Skillsystem. Muss aber auch dazu sagen, ich hatte irgendwie nie die Geduld, mich halt reinzufuchsen. Ich habe dann immer nur kurz gespielt, dann also wieder sein lassen, dann zu L2 war ich halt richtig angefixt, weil Katzen und so weiter, Katzenwüste, ne, mega geil. Und hatte dann auch eine ganze Zeit lang mein Plus-Ding. Und ja, dann hatte ich wieder eine richtig lange Flaute. War dann, was ich glaube, inzwischen der Zeit, wo ich dann halt Schule hatte und dann langsam hierher hergezogen bin. Und ja, seit ich dann angefangen habe zu streamen, ist eben auch wieder. War nicht jede Woche, aber regelmäßiger schon wieder. Ja, so müssen wir laufen. Das wird's. Sag aber dann unbedingt Bescheid, Iron. So. Schicke Statue. Hier sind die Siegelgeoden. Es ist ganz einfach. Richtet sie auf den Daedra, den ihr absorbieren wollt, und die Siegelgeode erledigt. Erledigt den Rest, ja. Okay. Nein, vor Rumlauf ist ein Furt. Bisschen ein Furt. Food. Nein. Ah, da! Da ist ein Food. Ja, ich muss noch ein bisschen warten, bis ich mich einer Stadt wieder nähern kann. Die Renderverzögerung ist immer noch dabei, sich zu beruhigen. Ich bin mittlerweile bei 1,2 und 1,6.
So langsam pendelt es sich wieder ein. Man sieht schon, dass bei fast 60%. Es war ja drauf, nur muss halt mal erneuert werden. Mit neuer schneller Leitung könnte ich gleich schon drauf sein. Sehr nice. Ich könnte es aber trotzdem versuchen. Mein Kitty, er und daddelt durch die Nacht. Ja. Was ist im Game, bin ich glaube ich seit der zweiten DLC. Ihr seid krank. Boah! Das ist. Das war doch erst gestern. Ladung Mittel. Hi. Nein! Ich dachte, der andere überlebt noch. Aha. Wenn ich mir die ganze Zeit die Viecher selbst umbringe, bringt das nicht viel. Jetzt. Stirb! Ladung hoch. Ich mach erstmal essen. Vielleicht werden die Kopfschmerzen dann besser. Oh. Was gibt's denn zu essen? Das war Schatz! Habe ich auch den Hund richtig gehört? Zu Hause! Na, mein Engel. Oh, Innersgolds! Ich bin auf Iron geritten. Oh. Und wie war's? Buckelig, das ist Iron. Oha! Und sie spuckt! Huch. Da muss ich kotzen, wie zu viel gesoffen. Moin, Fässchen! Voll in die Kamera gerotzt! Wieso spuckt das immer? Weil ich eben auf die Leertaste drücke. Ach so, ich auch mal. Ich bringe Iron zum Kotzen. Na, mein Schatz. Du bist rasiert. War ich gestern schon? Echt? Ja. Gott, wie scheiße ging's mir denn gestern, dass ich das da nicht gemerkt habe? Keine Ahnung, du achtest einfach nicht auf deinen Mann. Wenn deine Frisur sich ändert, das sehe ich. Gott, Gott, muss es mir gestern beschissen gegangen sein. Aber diese Frikadellensuppe war eine Verarsche. Wieso keine Frikadellen? Doch, zwei Stück. Nein. Du sollst ja auch keine Frikadellen. Du sollst Möhrchen. Die waren auch drin, die Möhrchen. Und Tüften. Tüften oh. Waren auch drin. Was zaubert mein Schatz mir denn heute Abend zu essen? Schlimme Rippe mit Nuts. Ach ja, okay. Schöne Schlimme Rippe. Ich komme auch gleich kurz hoch. Muss gleich Pipi machen. Keine Angst, Schatz, du bist mir morgen 4 Tage los. Du freust dich erst, Schatzi. Okay. Wo er recht hat, hat das Schweinchen recht. Was? Bei meinem starken Würgereis geht das auch recht gut. Heute gibt es das Würstchen mit Eiern. Hi, Eier. Ist dein Belgier damit einverstanden? Also mit dem Eiern und dem Würstchen? Harte Eier oder Spiegeleier? Oder Rühreier? Oh, die armen Eier. Ach so!
So, nee. Ich hab nicht mal einen mitgekriegt. Sonst hätte ich, warte, mal guck aufs Kamel. Der Karte wie AFK. Ach, I love it. No. Hot Dogs. Die hatten wir Samstag. Samstag und gestern. Ich hatte gestern noch welche gestimmt. Ich hab die auch gegessen. Natürlich, sonst werden sie ja schwächt. Ja. Ja, heißer Hunde. Kein Nickelum ist gefüttert. Okay, ja, super. Ich brauche heute keine Nahrung mehr. Warte. Ja. Gut, die Kamera weg. Macht Spaß. Sind übrigens schon wieder ganz komische Clips entstanden. Echt? Ja. Iron Schuld. Der hat die Clips gemacht. Ah. Ja, ich drücke jetzt noch ein bisschen. Ich werde angegriffen. Oh Gott, Hilfe. Ich sterbe nicht, hier stirbt niemand. Haha. Ich sag so, hier stirbt niemand. Wer stirbt denn hier? Dirty Talk, wer wird weggedrückt? Ja. Ja, es ist ja noch nicht 22 Uhr. Hallo Kitty. Hallo Kitty. Hallo Kitty. Hallo Kitty. Schade. Er hätte ja wohl gerne was. Dirty Talk gibt's nicht umsonst. Der müsste ein paar Bäume springen. Nee, Quatsch. Ich hatte noch ein paar Fragen, weil er ja jetzt 4 Tage weg ist. Und ja. Deswegen hatte ich euch mal ganz kurz, hatte ich uns mal ganz kurz gestummt. Wobei eigentlich wäre es ganz gut, wenn ich Kitty beschütze, ne? Wenn Kitty gerade... Warte mal. Ach, die Ladezeit wieder. Du musst umsonst aber durch den Tag bezahlen, wer gerne will. Ja, ne? Was geht da noch, ne? Ja. Beschütze geht die einfach mal. Viecher kommen ja wieder. Habe ich gerade gar nicht drüber nachgedacht. Ich finde diese goldenen Tattoos ganz nice. Leuchten auch so schön. Aber ich hätte auch gern sowas Blaues, wie Kitty da hat. War auch nice. Hallo. Hallo, du kleines Wölfchen. Hallo. Hallo. Hallo, du kleiner süßer Wolf.
Dafür sieht mein Schwert verdammt verschimmelt aus. Habe ich eigentlich noch? Ach doch, Gift ist noch drauf. Tödliches Kronengift. Nein! Oh. Fertigkeiten. Schrucknen. Leben. Ausdauer. Seelenmagie. Rüstung hat ihr schon. Jetzt drauf, was wird dann Verzauberung deaktiviert? Ich hatte das, glaube ich, nur drauf, weil beim letzten Mal ich Gegner mit Feinden mit Gift töten sollte für die Belohnung. Ich glaube, das war der einzige Grund, weswegen ich da das Gift drauf hatte. Wenn ich mich recht entsinne. Ich habe ja sonst recht wenig. Ich warte mit dem Punkt noch. So. Ablegen. Gut, aber wäre noch nicht meine Verzauberung drauf. Das ist tatsächlich nicht meine drauf. Habe ich bessere Ausrüstung? Irgendwas? Irgendwas, was Mittel ist? Ich weiß, ich könnte das auch einfacher machen, aber... Ne. Nur schwer und leicht. Brauche ich jemand schwere und leichte Rüstung? Ne. Tatsächlich nicht auf der... Ich kann es auch tatsächlich gerade gar nicht verzaubern. Hab gerade nichts. Wollte ich ja eigentlich in der Stadt machen. Aber ich weiß, wenn ich da in die Stadt gehe, das nimmt kein gutes Ende. Also für die FPS. Ich möchte das erst machen, wenn sie erst beruhigt hat. Da fragst du mich was. Ich nehme mal das, was irgendwie verfügbar ist, wenn ich was habe. Fragst du mich Sachen? Ich weiß halt nicht, was für 2 Hände gut ist als Verzauberung. Was man da allgemein für nutzt. Denk mal irgendwas, womit man Damage macht. Magieschaden wäre, glaube ich, nicht schlecht, ja. Ich müsste sowieso mal durchgucken, was ich hier alles an Fertigkeiten noch reinpacke. Das ist 27.
die schon wieder am Überlegen ist, ob sie doch ESO Plus macht. Alles klar. Ich stehe hier noch ein bisschen. In der Hoffnung. Ich weiß halt, ich will die auch weitermachen, aber ich weiß halt nicht, ob Kitty dann angegriffen wird. Ich möchte Kitty jetzt hier nicht sterben lassen, nur weil ich weitermache. Wenn Kitty schon extra hierher kommt. Wir machen morgen das Schnitzelsitz, dann bei dem Gedanken wird mir übel. Oh. Ja, aber kenne ich. So ging es mir ungefähr gestern, Iron. So ging es mir gestern. Sobald ich überhaupt nur an Essen gedacht habe, wurde mir schlecht. Also gut, die Suppe vorhin habe ich... gut, ich musste halt trotzdem noch relativ oft danach aufs Klo. Aber mir ist heute nicht mehr schlecht. Kopfweh habe ich ein bisschen... Und ja, wie gesagt, das aufs Klo gerennen ist halt noch ein bisschen nervig. Was aber Gott sei Dank gerade auch geht. Ich hoffe, das funktioniert auch, wenn ich jetzt hier meinen Multivitaminsaft trinke. Kann sein, dass ich den auch wieder nicht vertrage. Weil ich dann auch trotzdem gleich wieder rennen darf. Dann bekommt Baguettes und ich soll später Magenhunger hatten, ja. Junge, aber ich stopf Schoki rein, weil Motorschaden besser sagt. Ja, wie gesagt, kenne ich. Gestern nach der Schoki ging es auch ein bisschen. Sag ich mal so. Was schon mal. Passt. Okay. Okay. Was sind eigentlich? Ich hab hier irgendwas. Bitte. Yay! Sehr schön. Danke schön. Ich gehe jetzt aber einmal selber ganz kurz hoch. Ja. Yeah. Da war ja noch was. Jetzt habe ich schon wieder ganz vergessen. Annehmen. Vor 21 Tagen. Okay. Transmutationsgeode, okay. Jo. Ich hoffe, die greifen jetzt nicht an. Sonst sind wir beide tot. Aber ich will mir einmal noch meine Kopfweh-Tablette holen. Und einmal bei Frisches nachfragen, was es zu essen gibt. Oi, oi, oi. Wah, ha, ha. Jetzt.